Hallihallo, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Dragon's Prophet. Ja, so, wir waren hier seit, ich lass mich lügen, 3 Folgen stehen geblieben und sollen den Kampf mit den Geistern beenden, Schädel des Generals, Waisenschädel finden oder whatever. Und das werden wir jetzt auch tun. In der Hoffnung, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. So. Schön. Eine Beschwörungskugel. Was kriegen wir hier? Nicht. Doch. Scharfe Klaue. Super. Was man teilweise für nur fürs Durchsuchen für einen Mist bekommt. Abnormal. So, was kriegen wir hier? Was kriegen wir bei dem? Noch einer und kriegen wir mit Level 59. Wir nehmen den mal mit. Für den Fall der Fälle. Ich denke mal, dass wir das öffentliche Event beenden müssten, um das Ganze fertig zu bekommen. Das war klar. Dass wenn ich im Inventar gucke, dass hier irgendein komisches Skelettgedöns hier ankommt. So. So. Ja, können wir zwar erst mit 59 nehmen, aber da sind wir ja auch schon fast. Das ist ein Highlight, sag ich euch. So. Ich wollte eigentlich was anderes noch aufnehmen. So als zwischendurch euch mal ein bisschen was zeigen, was anderes zeigen, damit es nicht so eintönig auf dem Kanal wird. Und dauert das Update mir gerade nur zu lange. Aber vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche mal gucken, was wir da zusammenkriegen. Und dann zeige ich das euch natürlich. Ist denn auch ein MMO, also das so viel sei verraten. Und ist auch ein Free-to-Play. So viel sei auch verraten. So, die Dunar Streitkraft ist auch fast beendet. Dann haben wir nur noch die Schax Streitmacht, die dauert ein bisschen länger anscheinend. Also ich gehe jetzt davon stark aus, dass es das öffentliche Event ist, weil viele Quests, die so sind, wie die wir jetzt haben, sind halt mit man muss das öffentliche Event machen, weil sonst kann man den Kampf zum Beispiel nicht beenden oder man findet den Boss nicht, den man eigentlich erledigen sollte und. Also da gibt es dann immer schon so ein bisschen was, wo man sagt, ja, dann müssen wir da ran. Dann muss man das hier irgendwie so
beenden, auch wenn das gerade tierisch lange dauert. Und ich mich frage, warum ich so in der Mitte anfange. Aber, ja. Das ist dann halt Pech. Also in der Theorie müsste denn der Gegner hier irgendwie in der Mitte auftauchen, glaube ich. Ich hoffe es, wenn wir denn mal irgendwann da sind. Ich weiß es noch nicht. So, wir haben beides fast fertig. Beides fast fertig. Ja, ich weiß, fast ist noch nicht fertig. Ich weiß. So. Du nach Verstärkung, verbleibende Zeit. Da der hier so super geil aussieht, ich schätze mal, das ist denn hier der End-Big-Boss. Level 59. Den machen wir dann auch platt. Und wie ihr seht, der ist ein cooler Drache. Muss ich ja schon mal sagen. Und wie ihr seht, haben wir das dann auch hier... Haben wir unsere Quest damit auch erledigt. Und wir sind jetzt nämlich in 59. So, pipapo. Wir kriegen hier irgendwelche komischen Kleidungsstücke. Zack. Und können wieder Punkte verteilen. Punkte verteilen machen wir so wie immer. Hier, wir machen mal zwei da und einen da. So, und... Denn unsere Meisterschaftspunkte... Windstoß. Den habe ich noch gar nicht verwendet, wa? Den Windstoß? Warum eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil ich nicht gesehen habe, dass der auf dem V liegt. Aber warum der grau ist und alle anderen farbig? Naja, shit happens. Wir werden das irgendwie mal ausprobieren. Da. Ach, okay. Gut zu wissen, dass wir da auch noch eine Attacke drauf haben. Ja, kann man auch mal leicht übersehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dieser komische Schädel des Kommandanten. Beschafft den Schädel des Generals, beschafft Waisenschädel. Okay. Gib mir mal den kurzen Überblick. Ein Dunar-Geisterweiser und ein Shax-Geistergeneral müssen besiegt werden. Bringt ihre Schädel Bob Hudson. Sonderhinweis. Für das Beenden dieser Quest ist das öffentliche Event Phantomkrieg notwendig. Dabei solltet für den einen Schädel die eine Seite eher siegreich sein, für den anderen die andere Seite. Aha. Interessant. Jetzt die Frage, lasst mich raten, wenn ich jetzt hier runtergehe, kriege ich doch garantiert hier gleich das öffentliche Event. Dann hätte ich doch aber eigentlich einen Schädel ja schon haben müssen. Weil so stehe ich jetzt hier und muss Phantomkrieg nochmal neu anfangen.
Ich will mal kurz hier hinten was gucken. Na. Finde ich jetzt gerade nicht lustig. Weil ich ja gerade eben einmal den Phantomkrieg hier fertig hatte. Da hätte ich ja theoretisch einen Schädel kriegen müssen. Na, eine Seite hat definitiv, war definitiv siegreich. Ich habe gar keinen Schädel. Hab zwar den, die Quest, wie hieße, beendet den Krieg, den Geisterkrieg habe ich beendet, klar. Aber den Rest nicht. Also theoretisch müsste ich ja denn den Schädel des Generals haben oder diesen weißen Schädel. Und ich habe beide nicht. Also, in der Theorie müsste ich das Ganze jetzt nochmal von vorne machen. Und das dauert immer so arg lange, Leute. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Mir fällt gerade auf, dass Firebolt schon was gefragt hatte. Das fällt mir nur gerade nebenbei auf. Gerade gar nicht mitbekommen. Ich verlasse doch nicht meine schöne Gilde. Es ist zwar kein Mensch drin, aber ist egal. Warum? Kommt noch. Und wenn er richtig geguckt hätte, hätte er es auch von Anfang an gewusst. So. Welt. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt... da wollte ich jetzt nicht rauf, ich wollte hier rauf. Wir sind hier, wir müssten jetzt hier eigentlich nochmal die... Schacks Geistergeneral. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Dementsprechend entschließe ich mich und werde jetzt zum Dunar Plateau gehen. Erstens Stadt, zweitens ein bisschen was Neues. Und dann sind wir eigentlich hier auch fertig. Dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Zug hier weiter lang, um ins nächste Gebiet zu kommen. Ich glaube, das nächste Gebiet können wir mittlerweile auch schon fast rein. Wir sind 59. Ich glaube, das wäre denn so 70. 70. Dong, 60. Müssten wir denn mal gucken. So, wir fliegen erstmal jetzt dorthin. Ich will aufsitzen, Stöckelchen. So, wo müssen wir denn lang? Also ich schätze mal da lang. Ja. Oh Gott, Schluck auf. So. In der Zeit, wo wir hier fliegen, werde ich mich mal verabschieden aus dieser wundervollen Folge. Wir sehen uns, Entschuldigung, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen,
wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche sie weitgehend möglich alle zu beantworten. Und wir sehen uns denn Donnerstag. Bis dahin, euer Schröti. Ciao!